merkt ja bei diesem Bild, das 1912 entstanden ist, in der vielleicht fruchtbarsten Zeit des kirchlichen Oeuvres überhaupt. Und er ist wieder in Fehrmann. Fehrmann war für Kirchner, was die Südsee für Guggenheim gewesen ist. Es war der Ort seiner Sehnsucht. Er war, glaube ich, nie in seinem Leben so glücklich, denn er war meistens unglücklich, wie in dieser Zeit. Er ist jung verliebt in Diana Schilling, die seine Muse und seine Geliebte und seine Stütze ist. Und ich finde, das sieht man diesem Bild an. Es hat natürlich nicht die Helligkeit, die manche Guggenheim-Bilder haben, aber wie er sozusagen das Meer da in dieses Bild hineinholt, wie er seine Geliebte in die Mitte setzt und dann auf eine ganz verrückte Weise ja sogar den Seemannsbezug herstellt durch diesen Hut. Er nennt ja das Stück nach dem Kleidungsstück Südwestern, das sie trägt. Es ist schon wirklich faszinierend, wie er mit ganz wenigen Attributen die Frau, die Kleidung, das Meer eigentlich seinen ganzen Zustand wiedergibt. Sie war die wichtigste Frau, gar keine Frage, in seinem Leben. Wir haben in der Kirchner-Ausstellung ein Bild, das vor vielen Jahren der Verein der Freunde Nationalgalerie gekauft hat, die kranke Erna Schilling. Da ist sie eine schwer kranke und gezeichnete Frau. Er hat in ihr wirklich seine, alter Ego will ich nicht sagen, seine Muse gefunden. Sie war seine Lebensfreude. Und gerade dieses Bild, das ja offensichtlich ziemlich am Anfang dieser Beziehung ist, deutet an, welche Kraft er in ihr erkennt. Diese Frau hat ja ein großes Selbstbewusstsein und mit geschlossenen Augen steht sie ihm gegenüber. Man hat den Eindruck, sie schaut in sich selbst hinein und versucht, die Kraft, die sie hat, weiterzugeben.